unsinniger High-End-Audio-Voodoo oder warum der CD-Audio-Standard oder CD-Qualitätsstandard eigentlich völlig ausreicht. Ich werde in dem Video kurz im analogen Bereich anfangen und dann versuchen, möglichst ohne Physik und Mathematik auszukommen. Die Kenntnis des vorherigen Videos, das ist hier oben in der Infobox verlinkt, hilft euch ein bisschen. Aber bevor wir so richtig anfangen, muss ich mir noch schnell Mut antrinken, ihr wisst ja. Die Kommentare werden wieder übel sein. Fangen wir mit dem CD-Audio-Standard an. Ne? Schon damals, als die CD die Schallplatte abgelöst hat, ging ja die Streiterei los. Oh, das ist doch so künstlich und so weiter und so weiter. In den Streit möchte ich mich jetzt mal noch nicht einmischen. Obwohl ich sage, mein Gott, Leute, habt ihr keine anderen Probleme. Naja, egal. Erst einmal muss man akzeptieren, dass wenn ich elektronisch irgendwelche Daten verarbeiten möchte und sie in einen Computer überführen möchte, also digitalisieren muss, damals war das Wort Digitalisierung, hat ja noch eine ganz klare Bedeutung. Analog, Digitalwandlung ist Digitalisierung. Nicht, wenn irgendeine Stadtverwaltung ins Internet geht, aber das führt jetzt hier wirklich viel zu weit. Da muss dieses Signal, das ist ja ein Spannungspegel, ne, das könnt ihr euch vorstellen, la 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 la, oder ein Sinus, so ein schön gebogener Sinus, dann muss das in regelmäßigen Zeitpunkt abgetastet werden von einem Wandler. Der Wandler heißt AD-Wandler, analog Digitalwandler. Der schaut ab und zu mal, oh, was ist für eine Spannung hier, 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 hier. Er kann das nicht kontinuierlich machen. Er hat diskrete Werte, die er messen kann. Wenn das analoge, das wird ja auf der Leitung dauernd übertragen, quasi ohne irgendwelche Stufen. Im analogen Bereich wird es kontinuierlich übertragen. Der analog-Digitalwandler muss eben das regelmäßig abtasten, das Signal. Und da muss man jetzt Kompromisse machen. Bei der CD hat man jetzt beschlossen, 44.100 Mal pro Sekunde wird das Signal abgetastet mit einer Auflösung von 16 Bit. Dazu kommen wir jetzt auch gleich nochmal. Merkt euch das mal so weit. Jetzt muss man einfach auch noch akzeptieren, und das ist jetzt halt Physik, Mathematik, wie ihr es auch sehen wollt, dass alles, was ihr hört, alle Klänge, kann ich als eine Summe von Sinusschwingungen verstehen. Sinusschwingungen kennt ihr, ja, das ist keine. Also ich kann jedes Signal nachbilden durch eine Summe verschiedener Sinusschwingungen verschiedener Frequenz. Moment, ich habe da mal was vorbereitet. Schau mal, ob ihr das noch hört. Das sind 12 Kilohertz. Das sind ungefähr 5 Kilohertz. Jetzt kriege ich es nicht mehr aus. So. Daraus könnt ihr alles, was ich hier quassele, zusammenbauen. Ne? Macht so ein kleines Zeitscheibchen draus und überlagert da mehrere Sinusschwingungen. Das ist jetzt wichtig zu wissen. Dann muss man noch akzeptieren, und das ist jetzt eigentlich die einzige Prämisse, wo jetzt die Fachleute streiten werden, dass das menschliche Ohr, lalala, irgendwo bei 20, 21 kHz nichts mehr hört. Bei mir ist es schon ein bisschen irgendwo in Richtung 16 kHz, vielleicht bei euch anders. Okay, also wir haben gelernt, das Ohr geht ungefähr so bis 20 kHz und damit meine ich eine Sinusschwingung. Auf einer analogen Schallplatte ist natürlich alles drauf, was der Künstler so von sich gegeben hat. Nee, das ist natürlich auch der totale Unsinn, weil auch das analog nachbearbeitet wurde, im besten Falle in der guten alten Zeit. Und auch da gibt es Einschränkungen des Frequenzbereichs. Ne? Der Frequenzbereich, was ihr hört, so von 0 bis, haben wir ja gesagt, 20 kHz. Auch das wurde in der analogen Zeit nicht mit der vollen Bandbreite verarbeitet. Das ist Quatsch. So, jetzt wird es interessant. Jetzt haben wir Einschränkungen. Und die Leute sagen, haha, Moment. Wenn ich einen Sinus habe, der 20 kHz hat, was ja manche Leute noch hören, und die CD wird ja von diesem Wandler nur mit 44,1 kHz abgetastet. Na, wenn ihr euch jetzt hier den Sinus vorstellt, den ich jetzt nicht male, dann kann man sich relativ schnell ermitteln, dass, Moment, ich muss mich im Bild positionieren, dass das dann vielleicht die zwei Punkte, der Wandler dann vielleicht nur zwei solche Punkte misst. Und aus diesen beiden Punkten soll er mir jetzt dieses high-fidele Audiosignal generieren. Das ist doch Quatsch, sagen die Befürworter jetzt von diesem ganzen Überabtastungstheorien. Ja, sagen wir es mal so. Das geht nicht. Naja, und dazu kommen wir jetzt. Beschäftigen wir uns erstmal mit Bushaltestellen. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, macht aber nichts. Stellen wir uns das Szenario folgendermaßen vor. Ja, es ist ein bisschen schwierig. Ihr habt eine Bushaltestelle, wollt wissen, was der Bustakt ist. Also der Takt, wo der Bus die Leute abholt. In unserem Szenario ist da wahnsinnig viel Verkehr, die Leute steigen um, la 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 la. Aber ihr habt euch überlegt, wenn ihr ein Foto macht in regelmäßigen Abständen, könnt ihr aufgrund dieser Verschiebungen der Leute, einige sind weg, andere sind da, was weiß ich, könnt ihr feststellen, dass der Bus da war. Jetzt haben wir zum Beispiel einen Bustakt von 15 Minuten. Ihr kommt alle 15 Minuten, schaut, macht Klack.
schaut auf das Foto, guckt es daheim an und sagt, ja, der Bus war da, so aufgrund der Veränderung der Leute. Jetzt könnt ihr natürlich auch mit diesem alle 15 Minuten ein Bild machen, einen Bustakt von einer halben Stunde feststellen. Nur in jedem zweiten Bild ist die Veränderung so signifikant, dass der Bus da war. Ihr könnt also auch Bustakte, die langsamer sind, feststellen. Er kann alle 5 Stunden kommen. Wenn ihr oft genug diese Samples zieht, ihr seid jetzt gerade der AD-Wandler, der den Bustakt abtastet. Ihr müsst aber halt öfter, auf jeden Fall öfters abtasten, als der Bus kommt. Wenn der Bus alle 5 Minuten kommt und ihr nur alle 15 Minuten ein Bild macht, dann seht ihr, ja, der war da, aber ihr wisst nicht, ob er kürzer da war. Ihr bekommt nämlich sonst die Vorstellung, der Bus war alle 15 Minuten da. Dann habt ihr einen falschen Bustakt bestimmt. Eine falsche Frequenz. Eine Aliasfrequenz, wie man dann sagen würde. Oder im Englischen ist es Aliasing. Und jetzt, ich weiß, das sind jetzt zwei Punkte, die wir jetzt schwierig zusammenkriegen. Genau dieses Problem tritt beim digitalen Audio auf. Euer Wandler, der das Signal abtastet, geht jetzt mit 44.000 Abtastungen in der Sekunde zu Werke. Er kann damit aber nur Sinusse bis 22, also die Hälfte eben laut Abtasttheorem erkennen. Na, da fahren jetzt diese zwei Punkte. Na, da bin ich ja vorher noch euch die Antwort schuldig geblieben. Glaubt es mir erst einmal, soweit wir kommen dann zum Rest. Wenn die Frequenz höher wird, also der Sinus kürzerwellig, dann vertut sich der Wandler. Und wenn ihr nach Aliasing sucht, ne, wenn ihr Sinus mal, ne, dann kann man feststellen, dass sich das auch wirklich richtig maltechnisch bestimmen lässt, dass ihr eine falsche Frequenz herauskriegt. Und das ist das Schlimmste, was im Audio passieren kann. Das führt dann zu ganz üblen Effekten. Und deswegen muss, bevor das Signal eingelesen wird, muss ein Filter reingebaut werden und der sagt einfach, na, Moment. Über 20 kHz Sinus kommt mir hier keiner rein. 22 kHz und so weiter. Nehmen wir das mal als gegeben an. Nehmen wir das, wir schaffen das direkt hinter unserem Mikrofon. Alles, was größer ist als der Fiepser über 20 kHz, der wird weggeschmissen. Der Rest geht in meine digitale Signalverarbeitung. Und die digitale Signalverarbeitung, die macht dann diese, im schlimmsten Fall, zwei Punkte draus. Und jetzt geht's los. Aber, und jetzt drücke ich es unphysikalisch aus. Wir wissen ja, es kann keine anderen Frequenzen durch diese zwei Punkte geben, außer Frequenzen bis maximal 20 kHz. Also kann man das rekonstruieren. Aus diesen zwei Punkten lässt sich ein Signal bis zu 22 bla bla Kilohertz eindeutig rekonstruieren und ihr werdet keinen Unterschied merken. Die Elektronik ist so clever. Das ist ein Filter, ein Tiefpassfilter. Ja, in erster Näherung. Es gibt da noch Oversampling bei den Ausgängen, nur damit ich es mal erwähnt habe, weil sonst fangen die alle in den Kommentaren da unten an, mich da zu korrigieren. Vergesst es gleich wieder. Dieses Signal ist eindeutig rekonstruierbar und quasi ohne Fehler. Und damit kommen wir jetzt auch gleich schon zur Auflösung. Aber habt ihr das soweit? Schaut das nochmal an. Schaut nochmal ein Video über Fourier an. Der Gedanke war tatsächlich, wir müssen akzeptieren, dass jedes hörbare Signal, jeder Klang durch Sinuswellen zusammengebaut werden kann. Dass das Ohr nur bis 20 kHz rundherum und um hört. Dass wenn ich einen Filter mache, der bei 20 kHz, 22 kHz abschneidet, es reicht, wenn ich mit der doppelten Frequenz diesen Sinus abtaste, der wird am Ende dann, wenn ihr ihn wieder auf die Lautsprecher bringen wollt, wieder durch einen passenden Filter rekonstruiert und alles ist erste Sahne. Auflösung. 24-Bit. Das muss doch viel besser sein als 16-Bit. Naja, 16-Bit sind, muss gerade nachschauen, ungefähr 96 dB. Das sagt euch jetzt vielleicht nichts, aber wenn ihr einen Signalrauschabstand von 96 dB habt, dann ist das schon ziemlich tschakka. Wenn ihr 24-Bit habt, habt ihr irgendwas um 140 dB Signalrauschabstand. Was bedeutet das? Eure Schaltung, also die ganze Technik, die den Spaß hier verarbeitet, muss so gut sein, wenn diese 24-Bit wirklich voll ausgenutzt werden sollen, dass weniger als 144 dB, also besser als 144 dB Signalrauschabstand herrscht. Vergiss es! Also bei bezahlbaren Schaltungen. Und warum reichen die 16-Bit eigentlich? 16-Bit bedeutet, dass euer tolles Gesangssignal oder wie ihr da gerade auf der Querflöte Pan spielt, das ist jetzt Quatsch, aber egal, dass dieses Signal wird in 65.536 Stufen, wenn man die 0 mitzählt, zerlegt.
Und da ging es genau los mit der Streiterei mit der CD. Ja, das ist doch wenig. Naja, es klingt, wenn man sich damit beschäftigt, 2016, 65.536, dann klingt es erstmal wenig, ist es aber nicht. Problem ist vielleicht, ihr habt jetzt einen Sinus und in dem unteren Bereich, in dem Nuller, na, da schwingt der vielleicht gerade so schön durch, euer Bit ist aber da. Also ihr habt, wenn er den Fehler auftragt, in diesem Bereich, wo der unterhalb eurer Auflösung des Bits, also der Sinus schwingt halt natürlich unter dieser Spannung durch. Das werdet ihr nicht hören. Oder vielleicht doch. Das werdet ihr nicht hören, wenn man sich dämlich anstellt. Aber es gibt noch sowas wie Dithering. Juhu. Dithering, gehen wir wieder mal zu den einfachen Beispielen. Zeitung, Schwarz-Weiß-Bilder in der guten alten Zeit. Schaut doch mal mit der Lupe die an. Wie macht man das eigentlich? Weil früher konnte die Zeitung nur Schwarz-Bembel, kein Schwarz-Bembel. Schwarz-Bembel, kein Grau geht nicht. Grau geht aber, wenn man verschieden große Schwarz-Bembel macht. Oder andere Tricks so in der Richtung. Aber man moduliert eigentlich das 100%, 0%, 100%, 0%. Das ist quasi eine Modulation. Oder wir machen jetzt den ganz großen Bogen wie bei LEDs. PWM-modulierte LEDs sind an und ein Stück eine gewisse Zeit aus. Das Auge integriert es dann wieder auf. Bei Audio geht es genauso. Man kann, ich habe ja hier gerade so schön gemalt, ne? Man kann dieses Bit, das ich jetzt statisch auf 1 habe lassen, PWM-mäßig ein- und ausschalten. Man kann das sozusagen zucken lassen. Also ihr stellt euch jetzt weiterhin nochmal hier das Bit vor und hier der Sinus, der da durchschwingt unten. Und in diesem Bereich hier, wo er sehr hoch ist, da wird das Bit eben öfters pro Zeiteinheit eingeschaltet und da unten immer weniger. Das Ganze integriert sich dann auf und dann ist der Fehler gar nicht so groß. Aber ihr habt ein Rauschen auf dem Signal. Rauschen in der Höhe des kleinsten Bits. In der Praxis dürfte das aber relativ wenig ausmachen. Könnt ihr auf YouTube übrigens Beispiele suchen dafür. So, also jetzt war es eigentlich klar, ne? 44,1 kHz, 16-Bit, früher waren es bei manchen sogar 14-Bit, reicht volle Kanne. Jetzt habe ich euch aber versprochen, dass es am Ende doch noch so ein paar Anwendungen gibt, wo das vielleicht nicht ganz so gilt. 24-Bit können euch zum Beispiel was bringen, wenn ihr noch nicht so ganz genau wisst, wie laut wird es denn? Also, ganz simpel, eure Aussteuerung ist noch so unbekannt. Ne? Vielleicht ist das Signal, das ihr habt, lauter. Ne? Dann könnt ihr euch diesen Headroom dann halten und auf keinen Fall dürft ihr aussteuern. Das ist, was beim Samplen des Aliasing ist beim Aussteuern, wenn ihr in den Grenzbereich oder den Endbereich eures Wandlers trefft. Weil dann geht der einfach in Rechteck über. Der gibt dann bloß noch konstante Spannung aus, weil er nicht mehr weiter aussteuern kann. Deswegen darf man auf gar keinen Fall übersteuern. Das ist im analogen Bereich nicht, ja, schon blöd, aber im digitalen Bereich geht gar nicht. Und da können euch ein paar Bit mehr über den 16-Bit tatsächlich helfen, dass das Mischen einfacher geht. 24-Bit ist totaler Quatsch. Die höheren Abtastfrequenzen, ja, es schadet nicht so wirklich viel, außer dass es eure Datenmenge unglaublich erhöht. Wenn ihr zum Beispiel Signale langsamer abspielen lassen wollt, kann euch das möglicherweise was bringen. Aber der wirkliche Witz ist, ich hatte zwischendurch, ich hoffe, ihr habt da eigentlich schon so die Hand gehoben zur Meldung, ja gesagt, der Filter, der Anti-Aliasing-Filter am Eingang des Wandlers, ne, den ich hier halt so mit einer Rechteckfunktion da symbolisiert habe, der ist ideal, ist er aber nicht. Oder er ist unheimlich teuer. Wenn ich höhere Abtastfrequenzen nehme, zum Beispiel 88,4 kHz, also die doppelte, dann muss mein Filter nicht so steil sein, weil der muss nicht bei 20 kHz oder 22 kHz wirklich so, wie machen wir das? So umschalten, weil der wird nämlich eher hier so, ja, so einen Verlauf nehmen. Ne? Und wenn er so einen Verlauf nimmt, dann kann es sein, dass die höheren Frequenzen euch da rein aleisen. Und das wäre sacki blöd und das klingt sacki scheiße. Mit höheren Abtastfrequenzen könnt ihr billigere Filter nehmen. Und das Ganze gilt auch bei der Ausgangssektion, beim CD-Player zum Beispiel. Genau das Gleiche tritt hier auch auf. Und deswegen hat man bei den CD-Playern, da gab es die früher, kennt ihr euch vielleicht nicht mehr erinnern, mit vierfach Oversampling. Oversampling ist im Prinzip das Gegenteil. Dazu kommen wir in einem anderen Video, weil sonst wird das jetzt ein bisschen zu gar. Ein bisschen freue ich mich jetzt auf die Kommentare unter dem Video. Wie gesagt, schaut es nochmal mein Fourier-Video an.
Als nächstes wird es nochmal oder zum ersten Mal über Oszilloskope und Fourier-Transformationen gehen. Hat mir jetzt tatsächlich richtig Spaß gemacht. Ich freue mich eigentlich schon seit 1 oder 2 Jahren auf das Video, aber jetzt war jetzt gerade mal die Zeit reif, so ein bisschen in der Sommerpause hier. Ja, so viel, so gut. Gern könnt ihr in den Kommentaren weiter diskutieren. Ich werde mich bei diesem Video etwas zurückhalten in den Kommentaren, weil dies ist einfach nicht gut für meine Nerven. Und dann muss ich wieder Baldrian trinken statt Kaffee. Und das ist gar nicht gut für mich. Also ich bleibe jetzt mal beim Kaffee und ich werde euch beobachten in den Kommentaren und dann ab und zu Likes zu euren Kommentaren verteilen. Ja, und wer einen ganz tollen Kommentar schreibt, der kriegt ein Herzerl von mir. Das ist hier Tradition. Also bis zum nächsten Mal. Servus.